Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Willows Knits. Mein Name ist Marion. Auf Reverie und Instagram findet ihr mich ebenfalls unter Willows Knits. Dies ist ein Strickpodcast, manchmal auch ein Spinnpodcast und hier wird dauerhaft Werbung gemacht. Ja, ich begrüße euch im neuen Strickjahr 2023. Ich denke, heute am 9.1. kann ich euch noch mit Fug und Recht ein frohes, ein gutes neues Jahr wünschen. Und ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich, hoffe ich, eingeschaltet habt, wie auch in der Vergangenheit. Ja, und zuallererst muss ich tatsächlich erstmal sagen, sorry, dass ich euch habe so lange warten lassen. Das war in der Tat so nicht geplant. Ich hatte eigentlich vor, noch im vergangenen Dezember eine Episode aufzunehmen. Vorrangig auch deshalb, weil ich ja, die meisten von euch werden sich erinnern, in der letzten Episode ja ein Buch verlost habe. Und deswegen, das hätte ich ganz gerne auch im letzten Jahr noch über die Bühne gebracht. Aber was soll ich sagen, ne? Irgendwie kam mir das Leben dazwischen, so ein bisschen Erkältung und Arbeit und überhaupt. Dann war Weihnachten und Silvester, das ist eh immer irgendwie eine Zeit, wo man ja viel um die Ohren hat, viele Termine hat und dann passt so ein Podcast dann irgendwann einfach nicht mehr rein. Deswegen spreche ich erst heute zu euch, das hört sich ja auch richtig gut an, ne? Und beginne gleich mit dem Thema Verlosung bzw. verkünde die Gewinnerin des Buches Samt Sofa Blau. Für diejenigen, die vielleicht beim letzten Mal oder die letzte Episode nicht geschaut haben, ich rede hier von diesem Buch. Das habe ich ja verlost. Dieses Exemplar wurde, also das ist mein Exemplar, aber mir wurde von den lieben Herausgeberinnen, von den Autorinnen dieses tollen Buches, Nina und Antje, wurde mir ein Exemplar zusätzlich kostenfrei zur Verfügung gestellt, welches ich dann an euch verlosen kann. Das heißt also, die Gewinnerin bekommt natürlich ein niegelnagelneues Exemplar samt Sofa Blau. So, und wer ist es denn? Ich muss zur Sicherheit auf meine Notizen schauen. Und zwar ist das die liebe Julie, so spreche ich diesen Namen jetzt mal aus, mit dem Username Artful Chili. Julie, Artful Chili, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe dich auch schon auf Instagram gefunden, ich werde dich dort anschreiben und dann wird der Rest quasi dann über die Bühne gehen sozusagen, sprich das Buch wird seinen Weg zu dir finden. Ich hoffe, du hast damit richtig viel Spaß und ja, zeigst uns vielleicht auch auf Instagram das ein oder andere, was du eventuell draus gestrickt oder draus gekocht hast. Denn das ist ja das Tolle an diesem Buch, dass man so ja, 2 in 1 bekommt. Aber darüber habe ich ja in der letzten Folge lang und breit lamentiert und brauche das also heute nicht mehr zu machen. Ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, Julie! So, und damit geht es jetzt auch quasi weiter in den einzelnen Rubriken, so wie ihr sie kennt. Also da hat sich auch in diesem Jahr nicht viel geändert. Ihr seht schon 2 von 3 fertigen Projekten im Hintergrund. Ich habe noch was an Wips mitgebracht und ein bisschen Inspiration für euch mitgebracht. Also lehnt euch zurück, entspannt euch. Wir starten mit den Finished Objects. Ja, und wir beginnen mit dem ersten Finished Object. Das ist, wie im Einspieler schon zu sehen gewesen, der Anker-Sweater von Petit Knits. Hier ist er nochmal in Gänze und ja, nicht in voller Größe. Deswegen habe ich vorrangig auch den Einspieler gemacht, damit ihr so ein bisschen das Ganze mal in Gänze sehen könnt. Das ist ja hier immer vor der Kamera so ein bisschen schwierig. Aber ich habe diesen Pulli ja schon ziemlich häufig in die Kamera gehalten in den vergangenen Monaten und jetzt ist er endlich fertig. Ich habe auch hierzu, glaube ich, schon ganz, ganz viel erzählt. Gestrickt ist das Ganze hier aus Wollmeise Blend in der Farbe Mäuseschwänzchen, welches ein ja, schöner, rauchiger lila Ton ist. Und ja, ich habe mich eigentlich fast komplett an die Anleitung gehalten, bis auf die Bündchen. Ich habe hier am
am Körper habe ich wieder ein geteiltes Bündchen gemacht und habe italienisch abgekettet, wie man sehen kann. Und an den Ärmeln habe ich eine neue Abkettmethode gewählt. Und zwar den sogenannten Rook Cast Off. So, da stellt er scharf. Das ist eine Abkettmethode, die optisch am Ende ja fast so aussieht wie wie das italienische Abketten, wie der Tubular Cast Off oder Tubular Bind Off. Aber das Ganze, das strickt sich einfach ein bisschen einfacher tatsächlich. Und zwar gibt es da auf Instagram, ich hoffe, dass das Ganze jetzt hier gleich zu sehen ist, hier Rook Official, so heißt der Account auf Instagram. Und in den Highlight Stories habt ihr den sogenannten Rook Cast Off. Und wenn ihr diese Highlight-Videos euch anseht, da könnt ihr dann auch sehen, wie diese Abkett-Methode funktioniert. Sie ist von der Abfolge her, wie gesagt, ein bisschen einfacher. Man verbraucht in der Regel ja in etwa so viel Garn wie auch für den ganz normalen Tubular Bind-Off oder für das italienische Abketten, um beim Deutschen zu bleiben. Optisch ist es, wie gesagt, fast gleich, aber ich versuche das mal hier aneinander zu halten. Der Tubular Cast-Off, Tubular Bind-Off, wie auch immer, der ist runder. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt in der Kamera richtig zeigen kann. So, also hier, das ist meine normale italienisch abgekettete Kante. Und hier ist an meinem Daumen hier, ist also der Ärmel zu sehen. Und das ist ein bisschen eckiger. So möchte ich es, glaube ich, beschreiben. Diese Rook-Methode ist eckiger, ist auch tatsächlich, also mit dem Scharfstellen, das ist aber heute so eine Sache, ne? Ist sehr elastisch. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich so ein bisschen Sorge habe, ob das nicht schon fast zu elastisch ist. Aber trotz alledem, es hat sich wunderbar arbeiten lassen. Es ist einfacher von der Stich- oder Nähabfolge her und die Optik ist sehr sauber, sehr schön und ja, also durchaus etwas, was ich eventuell nochmal machen würde. Ich habe aber bei jetzt diversen anderen Projekten dann doch schon wieder ja, ganz normal italienisch abgekettet, weil das hat sich bei mir eh so eingebrannt. Deswegen werde ich da wahrscheinlich bei bleiben. Aber das wollte ich mal ausprobieren und kann es euch wirklich ans Herz legen, vor allen Dingen für jene, die eben ja keine Lust auf diesen herkömmlichen Tubular Bind-Off haben. So. Was gibt es hier noch zu sagen? Ich habe ja hier, wie gesagt, die Wollmeise Blend hergenommen und ich habe jetzt die Erkenntnis gewonnen, dass die Wollmeise Blend für mich persönlich und für meine Art zu stricken in Sachen Oberteile nicht wirklich gut geeignet ist. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist irgendwie so eine schlabberige Angelegenheit. Also der Pulli oder die Wolle, die hat wenig Stand. Die ist für Tücher, für mein Befinden, ne? Das ist ja jetzt wirklich immer nur meine persönliche Meinung. Für Tücher finde ich die Wollmeise Blend absolut genial. Da mag ich das, wenn das eben alles locker ist und fließt und fällt und weich ist sie ohnehin, ne? Wir alle wissen, die Blend hat so ein paar Prozent Kaschmir, insofern ist es eine kuschelweiche, tolle Wolle. Aber für Pullis ist mir das Ganze, glaube ich, ein bisschen zu labberig halt, ne? Was soll ich sagen? Und ich habe hier erstmalig auch am Ausschnitt das Problem, dass mir hier der Ausschnitt auch, wenn ich es trage, zu weit ist. Das sieht einfach doof aus. Das ist so stretchy alles hier oben, dass das einfach nicht gut sitzt. Und das ist auch der Grund, warum ich hier noch nicht den Faden vernäht habe, weil ich hier noch nicht so wirklich weiß, was ich machen werde. Ich habe zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist hier natürlich die Maschen wieder aufzunehmen und vielleicht ein Stückchen mehr Bündchen dran zu stricken. Vielleicht auch ein doppeltes Bündchen zu stricken. Ne? Also das ist so ein bisschen im Hinterkopf. Oder ich wähle wieder meine schnelle Variante und
ziehe hier wieder so ein sogenanntes Hutband ein. Das habe ich euch schon mal vorgestellt, habe euch schon mal hiervon erzählt. Das habe ich mal bei dem Sorrel-Sweater gemacht, ja. Der hatte auch plötzlich irgendwie so einen sehr weiten Ausschnitt, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Und dann habe ich ja für innen liegend dieses Gummiband eingezogen und ein bisschen festgezogen. Und seitdem sitzt er perfekt. Heißt, das wäre jetzt hier durchaus auch eine Option. Vor allen Dingen auch schnell. Ne? Es ist wirklich schnell gemacht. Jetzt habe ich hier von dem Schwarzen nicht mehr genug. Das werde ich also nachkaufen müssen. Ich hoffe, ich kriege das noch. Ich habe das vor Urzeiten mal in irgendeinem Supermarkt gekauft. Tatsächlich. Ja, aber das werde ich wahrscheinlich machen. Eben weil das Ganze hier überhaupt keinen Stand hat. Das ist also zum einen, wie gesagt, die Wolle in diesem Projekt. Aber auch, ich habe hier den Anschlag so gemacht, wie der Tubular Cast On aus der Ranunculus-Anleitung von Midori Hirose. Sie macht ja diesen italienischen Anschlag dort, speziell für den Ranunculus, auf eine bestimmte Art und Weise. Wie, kann ich jetzt hier leider nicht kundtun, weil es, wie gesagt, eine kostenpflichtige Anleitung ist. Aber die meisten von euch haben den Ranunculus ja mittlerweile sowieso gestrickt. Also werdet ihr wahrscheinlich wissen, wovon ich rede. Und diese Form des Anschlages habe ich hier auch gewählt. Und auch das war mein Fehler. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Dadurch ist es eben auch sehr elastisch geworden, was in Verbindung mit dieser Wolle ja eher ein Fehler war. Deswegen muss ich also gucken, dass ich hier noch ein bisschen was nacharbeite, aber im Grundsatz ist es fertig und ich kategorisiere es auch entsprechend ein, sprich als fertiges Projekt. Ja, weil das bisschen, was jetzt hier noch ein bisschen zu ändern ist, das ist ja kaum der Rede wert. Ja, das war das erste Finished Object und wir machen weiter mit einem der beiden Schönheiten hier aus dem Hintergrund. Und wir machen weiter mit dem zweiten Finished Object. Und wie sollte es anders sein? Es ist ein Colding, wie ihr ja schon hinten auf der Puppe sicherlich erkannt habt. Und zwar ist das mein rosa Colding aus La Mana Pure Arte in Verbindung mit Mohair aus dem Hause Knitting for Olive. Erzähle ich da jetzt keinen Quatsch? Nein, ich erzähle keinen Quatsch. Das ist richtig. Und zwar ist das von La Mana die Farbe Rosenquarz, glaube ich, zu wissen. Und Knitting for Olive war das Mohair in der Farbe Cloud, glaube ich. Wie immer an dieser Stelle, wenn ich unsicher bin, was ich hier so erzähle, verweise ich auf meine Projektseite auf Reverie. Die pflege ich eigentlich ziemlich zeitnah und ordentlich, sodass ihr dort eigentlich immer alle Infos findet, die ihr wissen müsst oder wissen möchtet, wie eben auch Garnmengen und sowas alles. Manchmal habe ich das nicht immer alles so auf dem Schirm und deswegen, ne, wenn ich hier mal wieder nur so Halbwahrheiten erzähle, dann schaut auf meine Projektseite. Ja, Colding Nummer 4 ist fertig und ich liebe ihn schon jetzt, obwohl er auch noch nicht gewaschen ist. Ich habe es sicherlich in der Vergangenheit immer wieder erwähnt. Ich habe hier die sogenannte schmale Variante gestrickt. Das heißt, man schlägt einfach wesentlich weniger Maschen an, erhöht die Intervalle der diversen Zunahmen in den diversen Teilen entsprechend und ja, erhält dann eben auch einen Colding in einer wunderbaren Größe. Aber er ist dann halt nicht so ein Monster. Ja? Also der Colding ist, ich liebe ihn heiß und innig und ich werde ihn auch auf ewig stricken wahrscheinlich. Aber wie man hier schon sehen kann, ja, es ist keine schmale Mitte, aber trotzdem eine, die moderat ist und die sich eben auch wesentlich besser tragen lässt. Gerade hier in Verbindung mit diesen beiden Garnen hat das Ganze im Mittelteil, im Brioche-Teil wieder etwas sehr Voluminöses und Üppiges ergeben. Aber dadurch, dass das eben jetzt von den Maßen her nicht so riesig ist,
ist es wirklich richtig, richtig gut tragbar. Ich war sehr erstaunt, wie lang das Teil geworden ist. Ich muss euch hier und jetzt die Maße schuldig bleiben, weil es, wie gesagt, noch nicht gewaschen ist, das ganze Gebilde hier. Aber ich schätze mal, der ist jetzt schon annähernd 2 Meter lang. Ja, also ich habe jetzt hier meine Arme relativ weit ausgebreitet und ja, der ist also gut über 2 Meter, möchte ich sagen. Riesengroß, oder was heißt riesengroß? Er ist sehr lang, aber dadurch, dass man eben hier auch mit einer moderaten Breite anfängt, wir haben hier roundabout 27 cm und da ist ein normaler Colling ja oft schon ein bisschen breiter, je nachdem auch was man für Wolle nimmt. Und ja, also so oder so ist die schmale Variante eine, die ich in Zukunft nur noch stricken werde. Ich habe hier 3 Stränge von der Lamana Pura verbraucht. Die hat 400 Meter auf 50 Gramm. Das heißt, ich habe 1200 Meter gebraucht für diesen Colling in dieser schmalen Variante. Ich denke, das ist auch in etwa eine Meterzahl, die man so ein bisschen als Richtschnur hernehmen kann. Es ist natürlich immer abhängig davon, wie ihr strickt, ne? Feste, locker, mittel, whatever, was ihr für Wolle nehmt. Also man muss das, es ist nicht in Stein gemeißelt, man muss das immer so ein bisschen dann natürlich der Wollwahl und seiner eigenen Art und Weise zu stricken anpassen. Aber ich denke, im Groben und Ganzen ist es eine Marschrichtung. Das war hier bei mir am Ende, trotz alledem, das muss ich sagen, eine Zitterpartie. Also ich habe da echt extrem Yarn-Chicken gespielt, wie die Amerikaner sagen, und hatte, nachdem ich hier mit Stricken fertig war, wirklich, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht mal gewogen. Ich glaube, die Waage gibt noch nicht mal her, wie viel Gramm Wolle das sind. Also es war wirklich nur noch, weiß ich nicht, 1 Meter oder so ist da übrig geblieben. Also das war echt eine Punktlandung. Aber ich wollte auch nicht nochmal was anbrechen. Also den 4. Strang, den wollte ich nicht nochmal anbrechen. Den habe ich jetzt tatsächlich über, was auch ein bisschen unglücklich ist. Ich hatte damals die Menge an Garn gekauft im Hinblick auf den normalen Colding, so möchte ich es jetzt mal benennen. Und da braucht man in der Regel roundabout 1600 Meter. Und somit hatte ich damals 1600 Meter dieser Wolle gekauft. Das war noch, bevor es eben diese schmale Variante auf dem Markt gab, sozusagen. Diejenigen von euch, die das in der Vergangenheit in meinen Episoden so noch nicht verfolgt haben, diese sogenannte schmale Variante gibt es nicht offiziell via Chris Berlin. Also für alle die, die den Colling nicht kennen, das ist ein wunderbares Design der wunderbaren Chris Berlin, eine deutsche Designerin, die ganz tolle Sachen macht und die uns eben diesen Colling beschert hat. Und wie gesagt, diese sogenannte schmale Variante gibt es nicht offiziell. Das hat sich mal die liebe Abby Strickt ausgedacht. Selbige supportet das aber nicht mehr. Sie hat damals immer nur ihre Tipps dazu per Direktnachricht rausgegeben. Das ist aber etwas, was dann doch sehr, ja, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ne, also bitte schreibt sie nicht an. Schaut auf meiner Projektseite und sucht euch das Projekt Colding 3.0 und dann versucht ihr eben mit meinen Notizen klarzukommen. Das muss ich tatsächlich so formulieren, weil es ist nicht super duper ausformuliert. Das ist auch so ein Wirrwarr aus, so bin ich mal angefangen und dann habe ich wieder was geändert und bla. Und diese Abteilung für die schmale Variante, die ist dann irgendwo dazwischen. Das heißt, ja, da müsst ihr halt so ein bisschen mitdenken, ne, was ich da euch sagen wollte oder auch mir sagen will. Wichtig zu wissen ist, das ist keine Anleitung. Ihr braucht auf jeden Fall die Originalanleitung von Chris Berlin. Sonst kommt ihr, egal aus welcher Richtung, mit diesen Notizen nicht zurecht. Ja? Und ja, aber trotz alledem, wenn euch das interessiert, dann schaut euch dieses Projekt Colding 3.0 nochmal bei mir an. Ja. Der war schnell fertig. Frag mich nicht, wie lange, 4 Wochen, 6 Wochen, irgendwie sowas. Also die, die mir schon länger folgen, wissen, es gibt auch schon den einen oder anderen Colding in meiner
in meiner Agenda, wo ich ein Jahr oder noch länger dran rumgestrickt habe. Und diese schmale Variante hier war wirklich eine, die super schnell fertig geworden ist. Ne? Also. Und diese Garnkombi hier ist einfach mega. Ich habe unlängst schon mal gesagt, das Mohair von Knitting for Olive ist traumhaft, ist wirklich super weich und das merkt man auch eben hier im Projekt. Die Lamana Pure Arte ist ein Alpaka-Garn. Oh, ich glänze hier jetzt wieder sowas von mit Halbwissen, aber ich glaube, es ist Alpaka. So oder so sehr weich, sehr, sehr dünn. Und ja, das Ganze hier hat eben diesen tollen Schal ergeben. Ja, Colding 4.0. Finished. Und damit kommen wir fast zum Hauptakteur dort hinten. Und ja, dazu erzähle ich euch jetzt ein bisschen mehr. Und das Finished Object Nummer 3 ist mal wieder ein Polunder. Wer hätte das gedacht? Auch dazu, zu dem Thema Polunder, hatte ich ja in der letzten oder vorletzten Episode schon mal kurz referiert und habe gesagt, naja, also eigentlich ist das etwas gewesen, als das wieder so hochpoppte auf dem Modemarkt, wo ich gesagt habe, nee, also diese Dinge aus den 70ern, die braucht kein Mensch mehr. Habe mir das aber über die Zeit schön gesehen und habe mir ja den Weekend Slipover von Petit Knits gestrickt und trage den wirklich rauf und runter. Ich finde, diese Slipover, Schrägstrich Polunder, sind sowas von genial im Alltag, weil es wärmt, aber man ist trotzdem nicht so wahnsinnig viel dick eingepackt. Gerade wenn man so wie ich im Büro arbeitet, ist es ja oft so eine Sache, dann ist einem schnell zu warm in so einem Wollpulli, aber mit diesen Polundern, mit den Slipovern ist das super. So. Und dann hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich möchte einen schwarzen Slipover haben und habe dann so ein bisschen rumgeguckt, was gibt es so. Ich wollte nicht schon wieder den Weekend Slipover stricken und wollte ein bisschen was anderes stricken und bin dann hängen geblieben bei den Ingrid Slipover, ebenfalls aus dem Hause Petit Knits, und den habe ich jetzt hier gestrickt, wie man hoffentlich erkennen kann. Das ist hier... Ja doch, ich denke schon, man kann es erkennen. Wie ihr seht, ist das ein sehr texturiertes Design. Und auch hier mit so einem tollen Stehkragen, der auch noch mal so ein ganz kleines bisschen Muster hat. Mit so einer Lochreihe dazwischen. Das Ganze natürlich italienisch abgenäht. Und ja, wenn ich mir das so anhalte, sieht der riesig aus. Riesig, riesig, riesig. Das muss ich vorab jetzt kurz erzählen. Ich habe den gestrickt und während des Strickens, Strukturmuster, die ziehen sich ja immer so ein bisschen zusammen. Gerade hier so diese Rippe, ne, das ist dann ja erstmal alles irgendwie so ein bisschen zusammengecrunched. Und dann hatte ich echt erst große Sorge, dass mir das überhaupt passt. Aber das habe ich immer. Ich habe immer irgendwie so den Wahn, das wird zu klein. Und deswegen werden viele Dinge bei mir auch zu groß. Ich habe hier... Obwohl man das kaum glauben mag, hier oben diesen ganzen Teil bis runter zu den Ärmeln, bis es eben unter den Ärmeln abgeteilt wird oder beziehungsweise zusammengefügt wird, bis dahin habe ich nach Größe M gestrickt. Und ich finde, das sieht aus wie eine XXL. Nach dem Waschen jetzt, ne? Also als ich das gestrickt hatte, war das alles sehr schmal und dann habe ich, nachdem die, das Ganze zur Runde geschlossen wurde, habe ich weiter nach Größe L gearbeitet und ja, dann habe ich es gewaschen und gespannt und jetzt ist das so ein riesiges, kastiges, quadratisches Etwas geworden. Aber das Gute ist, angezogen sieht das mega aus. Passt also richtig, richtig gut. Irgendwie, weiß ich nicht, ist das wahrscheinlich jetzt auch vielleicht diesem waagerechten Strukturmuster geschuldet, dass das jetzt so, ja, so riesig aussieht irgendwie. Ja, grundsätzlich habe ich nach Anleitung gearbeitet. Wie gesagt, begonnen mit M, aufgehört mit L. ich habe hier unten am Bündchen, also zum einen wieder hier so ein, ne, oh, das mit dem Fokussieren heute, das ist nur so halb gut, glaube ich, ne? Ja, habe ich mal wieder so ein,
so ein Lederemblem dran genäht. Auch hier unten italienisch abgekettet. Und ich habe, weil ich befürchtete, dass mir die Wolle ausgeht, den Mustersatz hier unten ein bisschen abgekürzt. Also da wären die Rippen hier vor diesem Lederemblem, die wären eigentlich etwas länger gewesen. Also sprich, diese Sequenz wäre etwas höher gewesen. Aber ich hatte Sorge, dass mir das dann A zu lang wird. Das sieht nicht aus, weil ich ja meistens lange Blusen oder sowas drunter trage. Oder so wie hier auf der Puppe habe ich jetzt so ein langes schwarzes Shirt drapiert, ne, was ich auch in Verbindung mit diesem Slipover tragen werde. Und das sieht nicht aus, wenn dann wenn der Pulli darüber so lang ist. Und wie gesagt, ich hatte Sorge, dass mir die Wolle ausgeht. Sie hat dann am Ende doch so weit gereicht, dass ich wahrscheinlich das hier hätte ein bisschen länger stricken müssen. Aber auch jetzt nach dem Waschen ist das nicht großartig vonnöten. Also die Länge ist perfekt und am Ende auch die Breite, auch wenn sich jetzt, wenn es jetzt nicht so aussieht irgendwie. Auf den Projektbildern von Petit Knit sieht man aber auch, dass der sehr überschnittene Schultern hat sozusagen. Also es ist ein sehr großzügiges Design. Ja, der Ingrid Slipover aus dem Hause Petit Knit. Ich wollte erst versuchen, aus dem Moby Sweater von Petit Knit einen Slipover zu machen, weil eigentlich gefiel mir dieses Design besser. Ich glaube auch, dass dieses Design grundsätzlich für mich, für meine Körperform, wie gesagt, ich bin weit entfernt von Size Zero, und da wäre das andere Design wahrscheinlich vorteilhafter gewesen, so ein bisschen. Ne? Der Moby Sweater, der hat Zöpfe an den Seiten, was so ein bisschen streckt. Ne? Und hier dieses Design, was eben wirklich waagerecht daherkommt, ne? Das ist halt, ne, Streifen mal breit, wissen wir alle, ne? Aber ich hatte da trotzdem große Lust drauf und es sieht auch trotzdem richtig gut aus. Oh ja Gott, und wenn ich dann einen Pfund schwerer aussehe, ist das auch egal. Ich hatte da einfach Spaß dran. Er hat sich auch wirklich hier zügig weggestrickt und hat richtig Spaß gemacht. Jetzt sage ich euch noch, was ich für Wolle verwendet habe. Ich habe die Drops Flora verwendet. Die habe ich doppelt gehalten. Das ist ja ein Fingering Weight Yarn. Also Drops Flora doppelt gehalten, zusammen mit einem Mohair von Hansa Farm. Die Mengen 3,5 Knäule Mohair und 7, grobe Zahl, aber ich habe von den von Knäuel 7 und 8 eben nicht alles verbraucht. Roundabout jeweils die Hälfte, also unterm Strich 7 Knäule Drops Flora. Und ich bin sehr, sehr happy mit diesem Slipover und freue mich, den jetzt tragen zu können, nachdem ich ihn euch gezeigt habe. Ja, und das war's. Das waren meine drei Finished Objects, die ich euch heute in dieser Episode zeigen konnte. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit den Wips. In der Kategorie Wips habe ich euch zwei Wips mitgebracht. Die können wir so hintereinander weg abhandeln, denn es ist nichts Neues. Es sind auch Wips, die sind beide gleich und ihr werdet mich für verrückt halten, aber ich habe Colding Nummer 5 und 6 begonnen. Warum? Weil ich da Lust drauf habe und weil ich ihn, wie gesagt, so sehr liebe. Und zwar die erste Colding-Variante stricke ich aus Wolle von Madame Benoit. Das ist die Farbe Slate und die Qualität Lux Love. Sag ich das richtig? Ja, Lux Love. Hier einmal das Label von Jule. Ah, hier Madame Benoit, ihr kennt sie alle. Ja, das ist wie gesagt die Farbe Slate in dieser tollen Qualität, die hier in der Kamera jetzt auch ziemlich gräulich aussieht, zumindest auf dem kleinen Bildschirm. Oft ist das ja so, dass wenn ich das Video dann am PC nacharbeite, sehe ich, dass die Farben eigentlich schon sehr naturgetreu auch bei euch dann am Ende ankommen. Aber hier auf diesem kleinen Bildschirm ist es manchmal eben so ein bisschen anders. Aber auch hier aus der Ferne sieht man, dass die Farbe Slate ein, ja, wie soll man das bezeichnen, schon
eher ein Braunton ist. Das fand ich ein bisschen überraschend, denn auf der Webseite von Madame Benoit sah Slate für mich sehr anthrazitmäßig aus. Und ja, da hatte ich eben was anderes erwartet. Ich checke ja auch immer die Farben, die, so wie ich sie am PC sehe. Ich check das dann immer noch mal gegen mit meinem Handy oder mit dem Tablet, damit ich eben immer noch mal auf anderen Geräten die Farbe so ein bisschen prüfen kann. Das ist ja das Einzige, was man machen kann, wenn man online shoppt. Ne? Wir wissen alle, die Darstellungen der einzelnen PCs, die sind alle immer unterschiedlich. Und ja, so kommt eben bei mir, egal auf was für einem Gerät, die Farbe Slate eher als grau rüber, aber am Ende kriegt man irgendwas Braunes. Was jetzt nicht schlimm ist, also es ist jetzt keine negative Kritik an dieser Farbe schlechthin, sondern das ist jetzt einfach nur noch mal kurz bemerkt, dass ich das, dass ich halt was anderes erwartet hatte. Aber die Farbe an sich finde ich sehr schön. Ich hatte mir diese Wolle zusammen mit einem Strang Mohair eigentlich quasi als Set für das Tuch Farnösand von Chris Berlin gekauft. Und die mir auf Instagram folgen, werden auch sich erinnern, dass ich da einen kurzen Post abgesetzt habe, in dem ich gesagt habe, dass ich das Farnösand jetzt angestrickt habe. Das Tuch ist ein Design gewesen, was mich nicht sofort abgeholt hat tatsächlich. Weil ich irgendwie fand und finde, dass diese mehr oder weniger massive Mitte mit diesem Zopfwellenmuster, was auch immer, nicht so wirklich gut zu den sehr zarten Seitenteilen passt. Ne? Mit meinen Augen war das so, dass ich da drauf geguckt habe, gedacht, nee, also das ist irgendwie nur so halbstimmig. Dann habe ich aber bei dem Besuch im Buhai damals ja die liebe Susanne, Susi B, getroffen. Sie hatte das ja angestrickt und im Nachgang habe ich so gedacht, ja, das fühlte sich ja schon irgendwie gut an. Ne? Und weiß ich auch nicht, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann irgendwann beschlossen, ich stricke das Ding doch. Ich habe auch angefangen, wie gesagt, Silvester, Neujahr rum. Habe aber auch ganz schnell wieder aufgehört. Oh, es tut mir ja eigentlich so leid. Aber ich hatte damals und habe auch jetzt nicht die Nerven für dieses Arbeiten mit zwei verschiedenen Garnen, respektive es ist ja schon fast ein Intarsienstricken an einer Stelle dieses Designs. Und das ging einfach für mich gar nicht. Dieses Fadenwirrwarr und hin und her verkreuzen, dann hatte ich trotzdem Löcher, wo keine sein sollten. Und ich fand es einfach so dermaßen nervig, dass ich ziemlich schnell das Ganze wieder aufgeribbelt habe und zu meiner lieben Viola gesagt habe, mit der wollte ich nämlich das Tuch eigentlich alleine stricken und die hat da im Prinzip dieselben Probleme gehabt wie ich. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, weißt du was, das tue ich mir nicht an, das passt im Moment nicht. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich dieses Tuch niemals stricken werde, bestimmt nicht, weil mittlerweile, wie gesagt, finde ich dieses Design sehr, sehr schön. Chris Berlin hat auf ihrer Instagram-Seite auch ein Reel eingestellt, wo man sehen kann, wie die verschiedenen Tragevarianten aussehen, wie das Tuch in den verschiedenen Tragevarianten aussieht, wie sich das so darstellt. Und ja, das hatte mich dann auch überzeugt, aber für den Moment passt das einfach nicht in mein Leben. Da lassen meine Nerven das nicht zu. Ich wollte aber unbedingt diese tolle Lux Love stricken, verstricken. So. Und deswegen wird jetzt aus diesen drei Strängen Lux Love ein schmaler Colding. Wie ich vorhin schon ausgeführt habe, 1200 Meter reichen für einen schmalen Colding. Und ja, das werde ich hier dann auf jeden Fall machen. Ich bin, wie man ja gerade sehen konnte, jetzt noch nicht so wahnsinnig weit. Ich habe jetzt hier den Teil erreicht, wo es eben in diesen 1 rechts, 1 links Teil übergeht. Hier sieht man auch, dass das eine recht ja, steile ja, Kurve ist, kann man ja nicht sagen, aber dass eben nicht so flach zugenommen wird, ne? Oder die Umschläge nicht so flach gearbeitet werden, sondern dass das Ganze eher so eine sehr spitze Form gibt und dadurch verlängert sich das eben auch. Ne? Aber wie gesagt, Colding 3.0. So. Das ist also Colding Nummer 1 gewesen aus der tollen Lux Love von Jule, Madame Benoit.
Und der zweite Colding, ich muss leider aus dem Bild, sorry Leute, der zweite Colding, ebenfalls die schmale Variante, den stricke ich aus einem absoluten Luxusgarn und da habe ich mich tatsächlich selber beschenkt. Ich habe mich ohnehin vor und nach Weihnachten, nein, nach Weihnachten nicht, aber vor Weihnachten habe ich mich ganz doll selbst beschenkt, ganz oft und ganz doll, weil irgendwie alles so super stressig war im Job und überhaupt und dann brauchte ich das einfach. Im Nachgang ist man dann ja manchmal mit so ein bisschen schlechtem Gewissen unterwegs, aber am Ende freue ich mich einfach, dass ich das alles so gemacht habe und unter anderem mich beschenkt habe mit dem Angel Hair von Rabea von Schwedenrot Jahns. Ich habe mir hier vier Stränge dieser genialen Wolle gegönnt. Habe ihre Farbe auch gewählt. Rabea strickt sich ja aus dieser Farbe Maus auch einen Colding, die Originalgröße, sag ich mal. Dafür braucht man dann in etwa 5 Stränge. Da ich auch hier die schmale Variante stricken werde, reichen mir da 4 Stränge. Das ist ein Garn, das läuft 350 Meter auf 100 Gramm. Und wir haben hier, wo ist meine Brille? Moment, nicht, dass ich das falsch erzähle, was hier drin ist. Seide, Mohair und ein bisschen Nylon. 67% Seide, 23% Mohair und 10% Nylon, 350 Meter auf 100 Gramm. Und Freunde, was soll ich euch sagen? Das ist so ziemlich, und ich sag's jetzt, wie es ist, das geilste an Wolle, was ich bislang eingekauft habe. In der Tat, muss ich wirklich sagen. Das ist so, so weich, so kuschelig, also richtig, richtig toll. Das ist eine Qualität, die mir ausnehmend gut gefällt. Und ich kriege da nichts für, Freunde. Ich habe auch nicht einen Strang oder sonst irgendwas umsonst bekommen oder so. Aber da mache ich wirklich gerne Werbung und teile gerne meine Begeisterung mit euch. Denn dieser Colding hier und auch hier seht ihr meinen Anstrick. Ich stricke die beiden mehr oder weniger abwechselnd. Auch hier bin ich also jetzt in diesem Teil angekommen, wo man von diesem 1 rechts, 1 links oder von glatt rechts in 1 rechts, 1 links kommt. Ja, also das ist, ich bin fast sprachlos, so schön ist es. Es ist wirklich richtig, richtig toll. Es ist natürlich ein Garn, das ist schon ein Investment, muss man sagen. Also das ist nichts, was man mal so eben, by the way, aus der Hüfte schießt finanziell. Ne? Also das ist schon eine kostspielige Angelegenheit, um es mal wirklich beim Namen zu nennen. Aber wenn man sich mal selber so wirklich richtig was Gutes tun möchte, und ich wollte das, weil das war echt notwendig für meinen Seelenheil, dann kann ich euch dieses Garn nur ans Herz legen. Ich weiß, dass das super schnell immer ausverkauft war, dass auch die Pre-Order-Bestellungen sehr schnell dicht gemacht werden mussten von Rabea, weil eben auch da die Bestellungen nur so reingeflogen sind. Und ich kann nur sagen, zu Recht, also jetzt, wo ich es auch habe und fühle und stricke, kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Es ist wirklich ein richtig tolles Garn. Und ich will nicht sagen, dieser Colding strickt sich fast von alleine, aber es ist wirklich so, dass sich das ganz, ganz toll verstricken lässt. Das Garn selber, ich hatte gedacht, dass irgendwie da die Seide und das Mohair ja schon miteinander irgendwie zusammenkadiert worden wären oder sonst irgendwas. Ist es aber nicht. Im Prinzip hat man, das werde ich wahrscheinlich nicht wirklich zeigen können, im Prinzip sind auch hier zwei Fäden, da legt sich der eine um den anderen so ein bisschen. Aber das ist so gut, das ist also nicht wirklich verzwirrend, aber es ist so ein bisschen miteinander verdreht. Und so hält das also richtig, richtig gut. Vielleicht sieht man das hier im Knoll noch ein bisschen besser, wahrscheinlich nicht. Aber ihr seht ansatzweise den Halo, den es hat. Ich bin sehr, sehr begeistert. Kann ich wirklich nur so sagen. Und ja, wie gesagt, wenn man sich mal selber so ein bisschen verwöhnen möchte, ist das das Garn der Wahl, möchte ich sagen. Ja, das waren die beiden WIPs.
Ich habe natürlich unzählige mehr. Dazu wird es ja in Bälde eine Sonderfolge geben. Aber das ist das, was ich jetzt so über die Feiertage neu begonnen habe. Ansonsten, nö, kann ich mich nicht entsinnen, dass ich noch was anderes Neues begonnen habe. Ja, das sollte es im Bereich der Vips sein. Und wir gehen über in die Abteilung Neuzugänge und Inspiration für euch. Ja, und in der letzten Kategorie soll es um meine Neuzugänge gehen. Zwei davon habt ihr natürlich gerade eben schon gesehen. Das war Angel Hair und Lux Love. Und ich habe mir das gegönnt, beziehungsweise das gekauft, von dem ich eigentlich bis vor kurzem gedacht habe, das werde ich nicht kaufen und werde es nicht ausprobieren. Aber ich steige jetzt doch mit auf den Zug und werde mal schauen, wie es sich mit Anspanjan stricken lässt. Und zwar habe ich eingekauft, wie ihr hier sehen könnt, bei Wool & Twine, bei der lieben Julia oder Jule oder so. Oh, sorry, aber ich glaube, sie schaut hier nicht rein. Insofern, ja, ne, wenn doch, sieh es mir nach, dass ich deinen Namen nicht so ganz auf dem Schirm habe. Das ist auf jeden Fall eine junge Dame aus der Nähe von Hamburg oder direkt aus Hamburg, eben hier aus Deutschland. Selbige hat auch einen Podcast hier auf YouTube. Dort spricht sie eben über ihre Garne. Sie färbt, soweit ich das weiß, überwiegend pflanzlich. Und hat eben auch seit einiger Zeit jetzt hier Anspanjan, also ungesponnene Wolle, im Programm. Das ist hier etwas aus dem sogenannten zweiten Batch. Und ja, ich bin dann irgendwann doch neugierig geworden. Ich habe schon mal, ich glaube, Nutinengarn gefühlt. Und da war ich ein bisschen abgeturnt, weil es A, sehr, sehr kratzig sich anfühlte. Und von anderen Podcastern und Co., die eben schon ganz oft mit diesen sogenannten ungesponnenen Garnen gestrickt haben, weiß ich ja auch, dass das ein Garn ist, was sehr, sehr fragil ist und womit es sich nicht mal eben so locker flockig stricken lässt, weil es eben sehr schnell reißt. Allerdings kann man die Enden, die dann entstehen, ich versuche das mal, ich werde es wahrscheinlich wieder nicht so wirklich zeigen können hier. Ah, hier ist schon was abgerissen. Also hier sieht man schon, ne, hier habe ich jetzt schon so einen Rest in der Hand, wo ich den Faden hier so ein bisschen vorzeigen wollte. Ja, es lässt sich schwerlich zeigen, auch gerade jetzt hier im Stehen. Da fehlt mir jetzt eine Hand, um das zu halten. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, diese Wolle hier ist zum einen bei weitem nicht so kratzig wie das, was ich mal angrabbeln konnte, was natürlich immer an den Zusammensetzungen liegt. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier auf dem Anhänger hier sehen kann, was drin ist. Warte mal, da ist doch was. Und zwar ist hier drin Jura-Schaf, Coburger Fuchs, oh Gott, Merino-Landschaf und Schwarzkopf-Schaf. Und das ist eine ganz, ganz tolle Mischung, denn sie ist, wie gesagt, was so diesen Kratzfaktor angeht, um das Ganze jetzt mal so zu benennen, wirklich moderat. Also sie fühlt sich richtig toll an, nicht kuschelweich, nein, natürlich nicht. Also es ist kein Kaschmir, ne? Es ist nun mal, ne, eine Kombination aus den Schafen, die ich gerade genannt habe. Aber es fühlt sich schon mal in der ersten Haptik, im ersten Anfühlen, Anfassen sehr, sehr schön an. Das ist hier die Farbe Linnen. Kommt ein bisschen weniger beigig, glaube ich, in der Kamera rüber, als es in Natura ist. Ist aber ein ganz, ganz heller ja, Naturton. Und ja, ich bin super gespannt. Also am Ende, ich bin ja eh so jemand, der so ein Faible hat für die verschiedensten Garne, die verschiedensten Faserarten und so hat mich das hier eben sehr gereizt.
Es ist auch so, dass dieses Garn hier ein ganz kleines bisschen weniger fragil sein soll als die vorherige Charge. Und ja, ich bin jetzt einfach neugierig drauf und werde mir hier einen Pulli stricken. Und zwar in Kombination mit Mohair auch. Auch das ist ja etwas, was viele machen, die diese Unspun-Yarns stricken, diese ungesponnene Wolle stricken. Ich werde hier, da bin ich dem Videorat sozusagen von Wool & Twine gefolgt und habe mir hier von Knitting for Olive die Farbe Oat gekauft. Ich glaube, es ist Oat. Ja. Und die beiden, die passen wirklich richtig gut zusammen. Und ich werde mir den Pulli stricken. Wartet mal, ich muss mich hier wieder so ein bisschen sortieren. Den Pulli Whiskey Neat von Thea Coleman. Ich hoffe, dass ihr das hier sehen könnt. Das ist ein Design. Wahrscheinlich ist es zu hell und ihr werdet das nicht so gut sehen können. Aber ich wollte jetzt dazu übergehen, diverse Inspirationen oder Designs, die ich so im Auge habe, euch via Handy zu zeigen, weil ich immer wieder feststelle, ich sage, ich blende hier ein Bild ein und dann mache ich es am Ende doch nicht. Entweder weil ich zu faul bin oder weil ich es vergesse. Und deswegen zeige ich euch das jetzt in Zukunft immer via Handy. Guckt euch das auf Ravelry an. Der Pulli heißt Whiskey Neat von Thea Coleman und ist ein Design, welches von unten nach oben gestrickt wird. Das ist so der kleine Wermutstropfen, was die Menge angeht. Also am liebsten stricke ich ja, wie ihr auch sicherlich alle, von oben nach unten. Das ist einmal angenehmer, weil man es zwischendrin immer mal wieder anziehen kann und die Passform checken kann und sowas. Und man hat natürlich viel besser die Möglichkeit, das Ganze so anzupassen, dass es für die Garnmenge reicht, die man zur Verfügung hat. Das kann ich natürlich dann bei einem Design, was von unten nach oben gestrickt wird, nicht machen. Aber mir gefällt das Design einfach. Ich finde es irgendwie total cool. Diese Thea Coleman ist allerdings auch irgendwie so eine coole Person. Weiß ich auch nicht. Da kommt das immer alles irgendwie so toll rüber. Und mir gefällt das Design ganz einfach. Ich habe schon mal einen Pulli, vielleicht sogar noch einen zweiten, aber von einem weiß ich noch, von unten nach oben gestrickt. Das war der Weekender von Andrea Mori. Und der passt heute noch. Obwohl ich ja gerne mal plus minus ein paar Kilos immer mal so bin im Leben. Aber der passt heute immer noch und den habe ich vor einigen Jahren gestrickt. Und den werde ich mir so ein bisschen als Richtschnur hernehmen, was jetzt dieses Projekt angeht. Insofern werde ich dann, wenn es dabei bleibt, ne, das ist ja hier nicht in Stein gemeißelt, ihr kennt mich, ich ändere gerne meine Meinung, aber ich denke, dass es dieser Pulli werden wird aus diesem besagten Garn, aus dieser Garnkombi, weil ich dieses Design einfach richtig toll finde und ich glaube, das passt auch gut zu dieser Wolle. Der zweite Pluspunkt oder überhaupt der Pluspunkt, diese Wolle, dieses Garn von unten nach oben zu stricken, ist die Tatsache, dass ich dann nur noch den Ausschnitt abketten muss. Natürlich mit dem italienischen Abketten natürlich, so wie ich es immer mache. Und das ist mit ungesponnener Wolle in der Tat ein bisschen tricky, eben weil man da normalerweise ja einen sehr, sehr langen Faden hat und so einen langen Faden mit ungesponnener Wolle zu ziehen, da bricht die Wolle, also reißt die Wolle wahrscheinlich mehr, als man da die Maschen abnähen kann. Dazu hat Jule aber auch, und ich glaube, sie heißt so, Wool & Twine, in einem ihrer Videos hat sie, glaube ich, auch dazu was gesagt, in Form von, dass man da einfach beim italienischen Abketten an der Stelle einfach ein bisschen weniger Garn immer hernimmt und das dann immer anfilzt. Ne? Das ist ein weiterer Punkt bei dieser ungesponnenen Wolle, dass man da mittels Aneinanderdrehen der beiden Fadenenden das Ganze wieder zusammenfilzen kann und dann hält das in der Theorie. Ob das in der Praxis dann auch so ist, das werde ich euch dann mitteilen. Ja, ich weiß noch nicht so wirklich, wann ich das beginnen werde. Auch da möchte ich so ein bisschen mehr innere Ruhe haben und ein bisschen weniger Stress haben.
weil ich glaube, das tut dieser Wolle nicht gut, wenn ich da so ein bisschen entnervt abends auf der Couch sitze und dran rumzerre und dann ärgere ich mich wahrscheinlich mehr als alles andere. Also ne, ein bisschen wird das wahrscheinlich noch in der Zukunft stehen, dieses Projekt, aber das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich zeige es euch nochmal. Wool and Twine in Kombination mit hier nochmal das Label in Kombination mit Knitting for Olive, Linen und Oat. Eine tolle Garnkombi. Und ja, wie das Ganze dann mal angestrickt aussieht, das werdet ihr dann hier natürlich live und in Farbe miterleben dürfen. Ja, und dann habe ich nur noch ein Projekt, beziehungsweise, ja, das war meine Brille, etwas, ja, ich will es nicht als Fail bezeichnen, aber ich wollte euch mal was in die Kamera halten. Und zwar ist das das Fawcett Crop, das habe ich vor Jahren mal gestrickt. Dieses wunderschöne Teilchen hier. Ja, so, wie ihr sehen könnt, mit kurzen Armen. Und wie ihr auch sehen könnt, ist hier noch nicht mal alles vernäht, beziehungsweise ich habe dann alles vernäht bis auf die Ärmelausschnitte hier, weil ich ziemlich schnell, kurz nach Fertigstellung dieses Designs, und das sieht ja eigentlich echt schön aus, ne? Aber ziemlich schnell hatte ich Zweifel, ob ich das so tragen würde. Das Ganze ist ja eigentlich eher sowas wie ein Sommertop. Aber da habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich bin nicht der Typ, der wollige Sachen im Sommer trägt. Da würde ich sterben in diesen wolligen Sachen. Ich hatte aber damals dann trotzdem, ich glaube, es war auch ein Knit-Along, ich glaube mit Kirstin und Anike oder so. Weiß ich nicht mehr so genau, aber ich glaube, die beiden hatten das damals organisiert. Und die Designerin, deren Name mir gerade entfallen ist, die hat auf ihrer Projektseite Fawcett Crop, danach könnt ihr auf Reverie mal schauen, unter anderem Bilder, wo sie dieses Design, dieses kurzärmelige Design mit einer langärmeligen Bluse darunter trug oder trägt. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe mir gedacht, ach ja, das kannst du dann ja auch machen, ne? Und habe deswegen dann eben so eine kurzärmelige Variante gestrickt. Aber ich hatte das noch niemals an. Noch nicht einmal. Also so richtig. Ich habe es jetzt vor kurzem mal wieder hervorgeholt und mal übergeschmissen, um zu gucken, ob es mir überhaupt noch passt. Und das tut es tatsächlich. Aber ich überlege, ob ich jetzt hier lange Ärmel dran stricke. Und zwar habe ich noch einen ganzen Strang dieser, was ist denn das hier, Wollmeise Decay in der Farbe Puderdöschen. Ja, das ist also hier die Farbe aus der Mitte quasi. Ne? Hier. Und jetzt ist wirklich die Überlegung, dass ich die grauen Bündchen hier aufribbel und dann eben mit Puderdöschen lange Ärmel dran stricke. Ich weiß nicht, ob das dann aussieht. Ich habe mir das schon immer so hingehalten, oben auf meinem Tisch, und zu gucken, ob das ja was sein könnte. Aber ich denke, ich werde das probieren, weil alles andere macht keinen Sinn. Weil dieses tolle Teilchen, was mir ne, aufgrund der tollen Passe und der Farben an sich richtig gut gefällt, das jetzt auf ewig als Schrankleiche im Schrank liegen zu haben, das wäre ja auch zu schade. Also denke ich mal, werde ich das wohl machen, dass ich mir hier halt lange Ärmel dran stricke in diesem ja, Bordeaux-Ton. Und dann hoffe ich mal, dass es mir dann gefällt, und dann hoffe ich mal, dass ich es dann trage. Ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass ich hier von diesem Grau nichts mehr habe, von diesem Anthrazit. Ich weiß noch nicht mal mehr so genau, von wem die Wolle war. Da müsste ich im Projekt nachsehen. Aber ob ich das so wiederbekomme, dass das dann eben auch hierzu passt, das ist ja mehr als fraglich. Und deswegen habe ich mich eben dazu entschieden, für die Ärmel diesen Ton hier zu wählen. Aber schöner wäre wahrscheinlich, wenn die Ärmel in dem Farbton wären. Ich weiß es nicht. Also ihr seht mich nach wie vor sehr, sehr unsicher. Aber das ist so ein bisschen das, was ich an Inspiration heute mitgeben kann, dass man ja theoretisch aus so einem Teilchen, was einem nach einem paar Jahren in der Form nicht mehr gefällt, eben auch einfach nochmal ein bisschen was anderes machen kann, sprich lange Ärmel dran stricken kann.
Das ist der Plan. Das werde ich auch demnächst umsetzen. Das möchte ich ziemlich schnell umsetzen, weil ich finde den so schön und möchte ihn gerne in dieser Wintersaison dann wenigstens noch ein, zwei Mal getragen haben, nachdem er, ich weiß nicht, wie viele Jahre im Schrank rumgelegen hat. Ja, meine Lieben, das war's schon wieder. Kurz und knackig, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Minuten da jetzt zusammengekommen sind. Ich war anscheinend auch ein bisschen aus der Übung und habe so einige Fehlversuche zwischendrin gehabt, von denen ihr hier natürlich jetzt nichts mitbekommen habt, aber gut. Trotz alledem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, was ich euch hier heute gezeigt habe und was ich euch erzählt habe, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich immer wieder über Abos natürlich und ich freue mich wirklich immer, immer wieder sehr, sehr über eure Kommentare. Auch da braucht ihr nicht zu sparen. Ich lese sie immer gerne. Wenn ich Zeit habe, beantworte ich sie auch immer sehr gerne. Und ja, ansonsten bleibt mir hier und jetzt nichts weiter zu sagen als Happy Knitting und bis bald!